So, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind Sie bei dem JFD Live Trading TV Format in der Spätausgabe. Hier der Risikohinweis: Alle Videos oder auch Analysen, die auf dem Desktop stattfinden, stellen keine Anlageberatung dar. Jeder handelt auf sein Risiko. So, dann fangen wir kurz beim Euro Yen-Paar an. Da habe ich heute ja nochmal eine Analyse veröffentlicht. Die Zuhörer, Zuseher der letzten, ja, gut zwei Wochen kennen das Szenario. Hier gab es den Wochenwiderstand oder Wochenunterstützung, der jetzt zum Widerstand mutiert ist und jetzt wieder unterbrochen worden ist. Solange die Wochenunterstützung gehalten hätte, wäre hier das blaue Szenario intakt gewesen. Da gab es aber einen Bruch auf Wochenbasis. Hier sind wir jetzt im Tageschart unterwegs. Man kann auch im Wochenchart das einzeichnen. Und da sieht man eben viel besser, dass hier die nächste Wochenkerze exakt an der Kante gedreht hat. Also gab es dann das Alternativszenario und wieder einmal hat jetzt hier der EMA 38 als Widerstand fungiert. Also hier gab es jetzt schon größere Kursgewinne, was jetzt im Prinzip ab 0 Uhr, ab 1 Uhr passiert. Die ganzen Londoner Händler sind anscheinend 24 Stunden wach. Ab 7, 8 Uhr morgens gibt es dann das offizielle Endergebnis, anscheinend schon. So sind meine Informationen. Aber wie Sie mich auch kennen, die, klar, das ist jetzt eine wichtige Information, aber sonst gehe ich auf News sehr selten ein, weil ja vieles einfach sowieso bekannt ist, beziehungsweise schon, ja, kann man einiges aus dem Chart rauslesen. Hier australischer Dollar, neuseeländischer Dollar ist noch aktiv. Die anderen Setups waren jetzt hier, habe ich ja extra heute auch morgen gesagt. Wer sie nicht kennt, kann die Videos von heute Morgen bzw. gestern anschauen. Die anderen Setups sind alle jetzt in den Gewinn gelaufen. Komplett mehr als ein R, manche 300, 400 Pips auch, aber kommt eben darauf an, wie man es auch rechnen will. Aber definitiv alles ins Plus, bis auf das, was jetzt hier aber auch noch fast, ja, das liegt jetzt fast im Plus, die 20, 30 Pips sind vernachlässigbar. Kommen wir zum Brent, was diese Woche auch wieder im Mittelpunkt stand, und WTI. Zunächst gab es den Rücksatz genau an die Kurslevel hin, nochmal ein Anstieg, dann kam das Short Limit zum Einsatz oder wird ausgeführt, wieder den Zielbereich, also lief das hier perfekt. Die halbe Position hat man hier, sollte man definitiv schließen. Allerdings, das wird jetzt hier auch nicht unter den Tisch natürlich gekehrt, solange das Hoch jetzt nicht gehört wird, also hier eben nur Teilgewinne, weil eine größere Abwärtsbewegung noch drin ist, was auch mit einem wirklichen Brexit morgen eben möglich ist. Also hier kurz darauf eingehen, kann vom Chartbild dürfte es passen, dass eben Öl nach unten wegbricht. Apropos eben Chartbild, ja, das habe ich heute Morgen eben noch gesagt, bevor jetzt hier der ganze Anstieg eben zustande kam, da stand er eben hier etwa, ja gut, im Plus auf jeden Fall, aber nicht noch hier den ganzen Move, habe ich gesagt, charttechnisch kann ein Anstieg jetzt eben erfolgen oder Chart ist vertretbar, die News, ob jetzt Exit kommt oder nicht, aber wie gesagt, das kann ich natürlich nicht beantworten, aber charttechnisch hat der DAX da Platz. Und das ist jetzt eingetreten, er hat jetzt komplett die Bewegungen gemacht. Hier gab es ja keine richtigen Umkehrkerzen, hier gab es eben nur einen Mini-Abprall und hier eben neues Kaufsignal und alles sind die Prognosepfeile von Anfang der Woche. Also hier ist im Prinzip ja das so eingetreten wie gewünscht. Wenn man jetzt hier nochmal ein bisschen älteren Chart anschaut, gibt es eben hier auch zwei. Gut, hier die untere ist eigentlich, hat keinen zweiten Auflagepunkt. Ja, hier gab es eben noch einen, den ich hier gewünscht hätte, der aber nicht stattfand. Also sind es eigentlich wirklich auch nicht unbedingt Trendkanäle. Hier sieht man es eben auch, dass es temporär kurz drüber ging
und auch sonst alles die Bewegungen schon lange nach oben gezeichnet waren. Also charttechnisch war das alles vertretbar und analysierbar, einfach auf den Punkt gebracht. Genauso hier auch analysierbar. Hier war der Anfang der Woche der Monster, den Monsterwiderstand eingezeichnet. Über dem durfte es steigen und da gab es auch nichts mehr, wo man, ja, wo man hätte jetzt hier noch ein Short-Szenario einzeichnen können, nur ein Einstiegsszenario. Auch alles gepasst. Zu den neuen Setups ganz kurz. Die anderen sind jetzt eigentlich alle durch. Was wirklich jetzt interessant ist, ich habe mich jetzt eben für Tesla und eine deutsche Firma entschieden. Hier ist es exakt hier unten hingelaufen. Darf theoretisch auch nochmal hier den Trendkanal nach unten durchbrechen und dann nach oben steigen. Aber wenn es jetzt heute schon so schön nach dem gestrigen Abverkauf hier drehte, geht es sicherlich ein Stück hoch. Dann eben, wie gesagt, möglich nochmal runter und dann nahe das Gap Close, ob jetzt hier, aber gute 10% sollten hier drin sein. Und das letzte Setup ist die Cancom, deutscher TechDAX-Wert. Absolut trendstark seit, ja, im Prinzip 2009 und auch zuletzt immer wieder neue Hochs gemacht. Hier eine wichtige horizontale Unterstützung plus Trendkanal, Trendlinie Unterstützung und hat auch dann heute schon etwas Positives gezeigt. Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Sonst, wer wach ist, ich glaube echt wirklich 1 Uhr, 2 Uhr sind interessante Zeiten und dann 7 oder beziehungsweise 8 Uhr morgens oder 6, also um den Dreh rum wird das oft öffentlich, das offizielle Ergebnis dann bekannt gegeben. Danke und morgen dann einen aufregenden Handelstag wünsche ich dann allen.